Dein Herzensmensch meldet sich bei dir, zieht sich wieder zurück. Dann ist so ein bisschen Kontakt, dann ist wieder nichts. Dieses ständige Hin und Her und Hin und Her. Ne? On, off. Und vielleicht geht es schon ein paar Jahre so, ein paar Monate, Wochen, egal wie lange. Wir schauen da jetzt mal nach, weil dich beschäftigt vielleicht die Frage, wird es überhaupt mal in die Stabilität kommen? Wird überhaupt mal eine Klarheit rein, ein klarer Weg gehen? Ne? Oder wird es hier noch Ewigkeiten so weitergehen? Da schauen wir jetzt mal nach, wie es da an deinem Gegenüber, Herzensmenschen, aussieht, ob da überhaupt was zu sehen ist, dass es hier mal in dieses Gleichgewicht kommt, in die Stabilität, was den Kontakt dann auch betrifft oder ob das ewig so weitergeht. Ne? Und da schauen wir mal nach. Wir greifen die Energie vom Jetzt, die präsenteste Energie, die sich jetzt zeigen möchte. Ist aber egal, wann du das Video ansiehst, weil dann hat es einen Hinweis für dich. Irgendein kleines Puzzleteilchen. Ihr Lieben, ihr wisst, wir sind im Kollektiv. Die Personenkarten sind geschlechtsneutral. Das ist dein Gegenüber, männlich wie auch weiblich. Und Kollektivlegungen können nicht für jeden zutreffen. Aber ich weiß, ihr holt euch das heraus, was für euch stimmig ist, wo ihr sagt, okay, da kann ich jetzt weiter drauf aufbauen. Das ist so, ja, so dieses Puzzleteilchen, wie ich es immer so gerne nenne. Ne? So, wir schauen jetzt mal. Ein ganz, ganz herzlich liebes Hallo an euch und meine ganz liebe Umarmung. Ich danke euch für euer Sein, für eure Treue hier auf meinem Kanal, auch im neuen Jahr jetzt weiter. Und vielen, vielen, vielen Dank. Ihr seid wundervoll. Und auch an alle Kanalmitglieder. Da gibt es ja heute wieder die Verlosungen von den Telefon-Readings a 30 Minuten. Und ja, dann auch wieder aus dem großen Deck die kommende Woche. So, aber jetzt gehen wir in diese Energie rein mit deinem Gegenüber, deinem Herzensmenschen, ob da endlich mal Stabilität reinkommt, ob es weiter dieses Hin und Her, dieses On-Off vielleicht, ne? Ghosting, wie auch immer. So, wir schauen mal, was da los ist. Und gucken. Okay, dann schauen wir doch mal. Die sieben, ups, ja doch, sieben der Stäbe. Bei den sieben der Stäben zeigt sich ja auch, ja, dein Gegenüber ist so, ja, der ist so dieses, er versucht Konflikte zu vermeiden. Und da ist auch so dieses Standhafte wird schon ein Stück gezeigt, ne? Aber gerade so seine Themen oder was ihn vielleicht auch eine ganze Zeit schon mit beschäftigt, hat es hier nämlich mit Eifersucht und Neid zu tun. Und da ist es so, er ist so dieses so der Kopfmensch, dieses Verkopfte vielleicht auch, dieses, dass er seinen Standpunkt komplett vertreten will. Nein, das ist jetzt so, das lasse ich im Busch weg, ne? Oder kurz vorm Konflikt zum Beispiel, ne? Rückzug angesagt. Ne? Also da haben wir schon, aber seine Themen ist wirklich die Eifersucht. Also ich denke mal, er wird mit sich selber wirklich auch ein Thema haben. Ne? Und dass da vielleicht der ein oder andere Reaktion, Aktion denn so sich zeigt von deinem Herzensmenschen, von deinem Gegenüber. So. Und wenn wir jetzt hier mal weiterschauen, also da passt es jetzt eigentlich schon. Wir schauen mal, was hier noch weiter noch in Klarheit, so in die Klarheit gehen, bekommen für die Klarheit. Denn wenn wir bei den sieben der Stäben, ne, dieses, ja, dieses Standhafte, ne, wenn wir die Frage haben, ob er mal wieder in die Stabilität, ob es in die Stabilität geht, ne, wird hier schon gezeigt, dass da Bewegung auch schon drin ist, ne, aber er kämpft ziemlich gewaltig. Denn im Grunde genommen ist das, was in seinem Inneren vor sich geht, ist wirklich die 10 der Kelche. Das heißt, diese, was er vielleicht die ganze Zeit auch nicht richtig gesehen hat oder sich vielleicht nicht getraut hat, das anzunehmen oder dazu zu stehen, ist die Zugehörigkeit. Und da ist es so, er sucht auch die Suche, das Zuhause zu finden. Wir sind jetzt im Bereich bei dir in der Energie, es geht hier um dich, ne? Und da ist auch immer dieses, ja, traut sich nicht richtig darauf einzugehen, hat vielleicht auch Ängste, die ihn immer wieder zurückhalten, aber im Grunde genommen in seinem Inneren
was er vielleicht hier immer wieder vielleicht sich dagegen sträubt oder ja, worum es auch geht, Eifersucht, Neid, ne? Seinen Standpunkt vertreten, hat hier sehr stark mit einer Beziehung, mit der Zugehörigkeit zu tun. Und dieses Zusammengehören. Und irgendwas blockiert ihn auf jeden Fall. Ne? Aber da schaut es schon mal wirklich gut aus, weil das ist ein ganz, ganz großes Thema bei ihm. Es geht hier um dieses Zusammengehören, um die Zugehörigkeit. Ne? Und vielleicht hat er einen Konflikt, nämlich mit sich selbst. Aber da schauen wir jetzt dann noch mal genauer nach. So, jetzt haben wir noch den Stern. Und da wird schon gezeigt, ne? Ja, dieses Glück, auch dieses, das ist vielleicht diese Verzweiflung, in der gerade drin steckt oder jahrelang vielleicht schon drin steckt. Und irgendwas ist ja auch wie so ein Irrglaube, den er hat, ne? Wo er sich da auch immer so festhält und diesen Standpunkt vielleicht hier komplett auch immer wieder vertritt. Und da kann es schon auch sein, dass hier der ein oder andere die Trennung, ne, was ich vorhin angesprochen habe, immer mal dieses Hin und Her und dann vielleicht auch eine Trennung, ja klar, ne, dieses Rückzug und dann dieses Mal ist wieder zusammen, ist mal wieder getrennt, on, off. Ne? Aber ich habe deinen Herzensmenschen hier schon auch in der Verzweiflung auch. Ne? Und es macht aber hier den Eindruck, ne, wie die Tendenz so verläuft, dass es einen neuen Aufschwung bei deinem Herzensmenschen geben kann. Vor allem, dass die Hoffnung und der Glaube auch wieder richtig gegriffen wird und dass er hier mehr in diese Gelassenheit, in diese Leichtigkeit mit sich selbst kommt. So, jetzt sind wir gespannt, was wir denn hier noch weiter bekommen, ne? Was denn hier los ist? So, dann schauen wir doch mal. Wenn denn da mal, ja, wir haben das Glück, wir haben es jetzt nochmal und das Glück mit dir. Und da ist diese Verbindung. Also es ist schon so, dass ihn das sehr, sehr stark beschäftigt, aber er mit der Öffentlichkeit, mit der Umsetzung ganz massiv ein Problem hat. Ne? Und da ist immer wieder diese Blockade. Also er macht da das sind selbstgebackene Probleme, die er sieht. Ne? Wir haben ja auch die Konflikte liegen. Wir haben immer wieder diese selbstgebackenen Probleme. Ne? Diesen Konflikt aus dem Weg gehen. Ne? Bis zum gewissen Grad ja. Und dann, jetzt könnte es hier irgendwie ein bisschen brenzlig werden. Und dann ist mal wieder Rückzug angesagt. Ne? Teilweise habe ich ihn ja so liegen, wie so ein kleines Kind auch. Ne? So ein bisschen. Ja, so bockig vielleicht, so ein bisschen stur auch, so lass mich in Ruhe, ne? Und will sich auch dem Ganzen entziehen, eine Entscheidung zu treffen, in diese Stabilität zu gehen, denn da ist es so, er weiß nicht, was ist richtig, was ist falsch. Und da entzieht er sich dem Ganzen, weil so diese Offenbarung dir gegenüber, ich weiß selber gar nicht wirklich, was ich mache, was ist richtig, was ist falsch, ne? Habe ich bei deinem Herzensmenschen schon liegen, dass das immer so ein Thema bei ihm ist und dass er sich dem nicht wirklich stellen möchte, dir gegenüber. So, dann haben wir bei deinem Herzensmenschen und auch diese Thema, ich habe Themen, diese Thema, die Themen, diese Enttäuschung. Ich habe die Enttäuschung hier liegen. Er hat, ja, er ist auch so, er will nicht enttäuscht werden. Im Endeffekt enttäuscht er dich ohne Ende. Na, ist aber mehr in diesem Ego-Modus drin. Nein, er will sich nicht enttäuschen lassen. Na? So habe ich ihn liegen. Und deswegen habe ich immer wieder dieses Hin und Her, dieses Hin und Her. Er weiß im Grunde genommen, was wir hier auch sehen, haben wir hier nochmal eindeutig liegen, dass es die Verbindung zu dir, was ganz Intensives ist. Und er kann auch nicht loslassen von dir. Das ist es ja. Aber er weiß auch, er wird sich auch immer wieder in den Rückzug geben, wenn er spürt, oh mein Gott, ich bin jetzt kurz davor, mich fallen zu lassen, weil ich sehr stark diese Verbindung zu dir auch sehe. Ne? Er versucht es immer wieder wegzuschieben. So, und dann auch wegzulaufen. Und das kann der richtig gut. Weil da habe ich diesen Rückzug und dieses, ja, alle anderen sind schuld, nur er nicht. Und er ist verletzt und keiner meint es gut mit ihm. Und dann werden die Turnschuhe angezogen, ne? Und dann qualmen die Turnschuhe auch so schnell, wie er hier im Weglaufen ist. Also, so habe ich ihn schon liegen. Er versucht sich da wirklich immer so ein bisschen aus der Affäre rauszuziehen. Ne? Also immer dieses Hin und Her.
Und da ist das Thema auch, er macht sich selbst das Chaos in seinem Inneren, er macht sich selbst den Druck in seinem Inneren. Denn seine Gedanken sind wirklich auch da, dieses, er ist im Endeffekt, ist er sehr unsicher, wie ich ihn jetzt hier so sehe, ne? Und diese Unsicherheit wird mir auch deutlich bei ihm gezeigt, dieses sich komplett öffnen können. Vielleicht war es auch so, ihr habt immer Kontakt gehabt, bis zum gewissen Radius durftest du mal mit dabei sein. Na, war alles okay, war nicht so dieses komplett, aber immer so ein Stück, was hier immer wieder so nicht ganz, da war so ein Knoten immer noch mit drin. Na? Ich sag mal, er war zu dir gestanden, dass er mit dir Kontakt hat, Treffen hat und so weiter, dass ihr vielleicht in der Beziehung auch gewesen seid miteinander, aber nicht komplett offiziell. Na, ich sag mal vielleicht so 70%, 80%, aber ne, ungefähr, ne, also nur circa. Muss jetzt auch nicht sein. Aber dieses komplette fehlt mir hier, ne, dieses Wuff, ja, alles klar. Weil er immer wieder auf dieser Hab-Acht-Stellung war, da kann irgendwas nicht passen. Aber das ist das, was du ihm gibst, ist nämlich das, die komplette Liebe und die Zugehörigkeit. So, bei dem einen oder anderen sehe ich aber auch, wenn ich jetzt bei deiner, in deiner Richtung schaue, na, da gehen wir jetzt aber nochmal genauer rein von deiner Richtung her, weil da ist nämlich auch was, wo er sich nämlich, das sind so Wiederholungen, die ich hier ständig wieder habe. Und gehen wir mal auf die, in deine Richtung. Er braucht ja eigentlich auch nichts tun, na? Weil hier nach dieser Legung sehe ich dieses, er ist sich deiner schon sehr sicher, na? Das ist auch das, was du deinem Herzensmenschen gibst, was er nicht kennt. Na, diese Hingabe, diese Fürsorge, dieses Zueinander stehen. Und vor allem habe ich aber hier auch ein Thema. Er weiß, wenn er sich nicht bei dir meldet, ist okay. Na, auch wenn er dir nicht antwortet, du schickst ihm Nachrichten, ne? Vorsicht dann immer. Das habe ich dann so dieses bockige Kind, dieses so viele Nachrichten, so und jetzt erst recht nicht. Na, so. So habe ich ihn hier liegen. Na? So, da kommt eine Nachricht, dann sagt er sich, okay, oh, alles klar, kommt noch eine, so, nein, und jetzt erst recht nicht. So habe ich immer wieder seine Reaktion liegen, weil er weiß ganz genau, wenn er sich wieder bei dir meldet oder gemeldet hat, warst du wieder da. Du warst wieder griffbereit gewesen. Und das ist das, was ihm das Ganze einfach macht, weil er geht hier gerne den einfacheren Weg. Ich habe ihn schon, aber, jetzt haben wir ein großes Aber, in der Vergangenheit liegen, immer wieder gucken, schauen, wo das Gras grüner wächst. Na, habe ich ihn schon, immer so dieses, ja, dieses Weitschauende, ist da vielleicht noch jemand, kann ich noch jemand kennenlernen? Aber mehr habe ich bei ihm so dieses, er braucht es gesehen zu werden, weil er mit sich selbst, wie gesagt, ein riesengroßes Problem hat. Er macht sich Probleme. Er hat diesen Selbstwert nach außen hin, zeigt er den schon, hey, ich bin toll, ne, so in der Richtung. Aber in seinem Inneren habe ich ihn ganz klein hier liegen. Ich habe ihn ganz klein, ganz, ja, unsicher auch liegen, ne? So das kleine Kind, was immer so die Aufmerksamkeit von draußen braucht. Und vor allem, er muss alles richtig machen, weil er braucht diese Aufmerksamkeit, diese Bewunderung von anderen. Nur so hat er seinen Selbstwert, dass er den wieder aufpushen kann. Den schafft er nicht, sich selber zu holen. So. Und jetzt hast du ihn, ich sag mal, auf dem Podest die ganze Zeit gestellt. So fühlt er sich auch. Und dann, da braucht er nichts weiter tun. Da braucht er nicht in die Aktivität gehen, weil du bist ja da. Na? Und so ist es auch. Dann habt ihr wieder Kontakt. Dann ist es wieder super prima klasse. Das passt dann für ihn. So. Und dann ist es aber so. Er will dich nicht ärgern, wenn er in den Rückzug geht, aber er ist dann in diesem Bereich drin, wo er sagt, oh mein Gott, ne? Jetzt werde ich aber langsam weich, ne? Und da sind diese Hab-Acht-Stellung, dieses Weichwerden, sich komplett dir öffnen, sich offenbaren. Und das ist sein großes Thema, ne? Weil du willst natürlich auch eine Entscheidung haben, ne? Du willst eine Entscheidung, du willst die Veränderung, aber du bist jetzt auch da so für dich, wo du sagst, du pass auf, der ein oder andere, entweder oder, entscheide dich jetzt. Ne? Ja, und da ist es so, du willst schon, du bist kein materieller Mensch, aber du willst auch von deinem Herzensmenschen richtig gesehen werden, du willst die Stabilität, das sind deine Wünsche, die Stabilität, was in eine Verbindung, in die Beziehung mit euch geht. Ne? Du willst es, du willst da nicht mehr geheim gehalten werden oder dieses,
keine Ahnung, von Aktivitäten, ne? Hey, alles klar, es ist hier nur die Freundin, alles gut, ne? Weil du siehst dieses Miteinander mit deinem Herzensmenschen als komplettes Gesamtbild. Du weißt, dass er der Richtige für dich ist. Er weiß es im Endeffekt auch, dass du die Richtige für ihn bist, aber er schiebt dich immer wieder ins Wartezimmer rein und gibt dir hier eine Ladung Getränke und Kekse und belegte Brötchen mit, ne? Und das ist aber das, weil er hat seine Thematiken, ne? Und er weiß auch, dass du ihn an der Hand nimmst und ihn eigentlich komplett da aus seinen eigenen Verstrickungen, aus seinem Labyrinth mit rausnehmen kannst, ne? Aber da haben wir so ein Ego-Thema bei deinem Herzensmenschen liegen, dieses sich klein zeigen, weich zeigen. Und deswegen haben wir immer wieder den Rückzug, ne? Bei deinem Herzensmenschen liegen. Das ist, weil er da mal kurz davor ist, sich klein zu zeigen. Wie gesagt, dass er auch nicht so diese harte Schale und so, ne? So diesen Bereich. Und das wird hier deutlich gezeigt, ne? Aber wenn wir jetzt weiterschauen, ich habe schon bei deinem Herzensmenschen diese Verbindung liegen, diese, muss ich mal ganz kurz hier hochheben, ich habe schon diese Verbindung zwischen euch beiden liegen. Wie gesagt, seine Gedanken sind da. In seinen Gedanken weiß er es auch. Nur hapert er das jetzt hier in der Aktivität. Seine Gedanken sind da und er weiß es, ne? Er möchte auch in die Stabilität. Aber wenn ich mir hier die Stabilität anschaue, ne, ich habe immer noch den langen Weg, ne? Weil er ist in einem Prozess drin, ja, ne? Und ist dann nicht so drauf bedacht, dass er jetzt so den Fokus, ich meine, du bist da, du bist bei ihm da, du bist im Mittelpunkt bei ihm, ja. Da sind auch die Glücksgefühle, die Verbindung, erholt sich auch immer die Glücksgefühle, ne? Möchte sie dir auch geben? Ich habe schon den Wandel bei deinem Herzensmenschen liegen, ne? Weil er weiß, was du ihm immer oder ihr immer wieder gegeben hast, ne? Es sind nur seine Verstrickungen. Hier heißt es auch, geh aus seiner Energie raus, ne? Weil er kommt hier nicht weiter in Bewegung, weil du bist da, ne? Bei dem einen oder anderen von dir jetzt sehe ich schon, dass du auch diesen Cut gemacht hast und sagst, Junge, jetzt, ich mag nicht mehr. Ne? Das ist aber auch das Richtige, weil das hat er oder sie nämlich hier wirklich auch gebraucht. Ne? Weil er die ganze Zeit deiner sehr, sehr sicher gewesen ist. Und da sehe ich schon, ne? Wenn von dir, wenn du weiter greifbar jetzt bist, aber bitte, bitte, wir sind im Kollektiv. Ne? Das heißt nicht, wenn du es jetzt tust und dann funktioniert es nicht, ne? Dann, das ist, ja, das war doch in der Kartenlegung. Es ist nicht dein persönliches Reading. Es ist eine Kollektivlegung. Ne? Aber ich sage euch ja immer ganz klar, was hier liegt, ganz ehrlich, ne? Wie auch in den persönlichen Beratungen. Und erzähle euch hier nicht immer den rosaroten Zuckerwattenponyhof, ne? Wenn er nicht hier liegt. Ne? Also wie gesagt, wir bleiben hier immer bei der Wahrheit und der Klarheit. Also wenn von dir aus, ne, wenn du weiter immer greifbar bist, ne, und immer sofort reagierst und das, also diese Muster, diese Wiederholung, wie es immer gewesen ist, ne, dann sehe ich hier aber auch, wird es noch wirklich eine längere Zeit auch so weitergehen. Denn ich habe hier, dass dann deine Geduld ein bisschen im Dauerabo gebraucht wird, ne, bis hier mal richtig Bewegung reinkommt. Denn gibt es hier keine Veränderung, wiederholt sich alles immer so weiterhin, ne? Weil er, wie gesagt, er ist da sehr sicher, er ist sich deiner sehr sicher, ne? Er macht sich da keine großartigen Gedanken. Er liebt dich, du bist ganz intensiv bei ihm, ne? Er weiß mit dir absolut mega, ne? Aber und im Grunde genommen will er das auch, diese Stabilität für eine Beziehung, in der Beziehung, diese kommende Liebe, dieses Ankommen, ne? Aber dieser endgültige Schritt dazu, ne? Dieses komplett in diese Einheit, das die Einheit bilden, da ist es so, hält ihn immer wieder noch so dieses Stück zurück, weil er dann Angst hat, wie gesagt, er wird weich, ne? Und das ist sein großes Thema, sich fallen zu lassen. Und so passt es eigentlich hier ganz gut, weil er hat dich, du bist wundervoll für ihn, ne? Also darum geht es überhaupt nicht, dass er dich jetzt hier verarscht, ne? Wenn ich es jetzt mal so sagen darf, ausdrücken darf. Aber eben dieser letzte Schritt fehlt mir immer noch, weil er sich selber immer diese Problematiken macht. Ne? Dieses feste Beziehung, oh mein Gott, dann wäre ich total weich, dann bin ich angreifbar. Ne? Ja, und dann werde ich ja auch enttäuscht. Oder kann er dir nicht das komplett geben? Weil, wie gesagt, er hat mit sich selbst das größte Problem. Ne? Absolut. Und er macht sich seine Probleme auch selbst.
Das sind hausgemachte Probleme, die er hier sich macht in seinem Inneren. Weil da wird immer wieder, ist irgendwas, ne, Kontakt, vor allem die Familie. Oh Gott, da wird das und das und das sein, da wird das nicht passen. So habe ich ihn immer wieder denkend. Ne? Er holt sich immer wieder das Negative raus, was er auch schon mal in Erfahrung gemacht hat, die Erfahrung damit gemacht hat. Aber im Endeffekt weiß er es, dass du es definitiv bist. Aber wie gesagt, bist du hier weiterhin noch in diesem immer sofort greifbar? Ne? Wird es auch hier, es wird in die Stabilität gehen? Ja, das schon. Aber ich habe hier einen ziemlich langen Weg noch mit dabei liegen. Und wie gesagt, da ist es dann für dich noch Geduld im Dauerabo zu haben. Und da ist es für dich deine Entscheidung, ob du das alles so jetzt lange machen möchtest, diese Geduld im Dauerabo, oder ob du sagst, hey, pass auf, ich bin jetzt nicht mehr sofort komplett greifbar für dich. Ich antworte, wann ich der Meinung bin, dir zu antworten. Auch wenn es dich dann vielleicht Überwindung mal kostet, dass du sagst, okay, jetzt antworte ich hier erstmal 7 Stunden später oder 5 Stunden später, ne, dass du ihm sein Spiegelbild mal wieder zeigst. Ne? Das liegt natürlich immer frei bei dir. Ne? Aber das Wichtigste, egal, also lass mal diese Legung weg, im Allgemeinen ist immer das Wichtigste, dass du immer den Blick auf dich hast. Ne? Deine Stabilität, deinen Selbstwert, deinen eigenen Wert, dass du dir selbst, dass du ihn selbst siehst. Ne? Das ist immer das Wichtigste. Jetzt gehen wir immer wieder zur Legung zurück. Also da auch diesen Bereich, ne, wie du es machst, ob du es möchtest, das bleibt ganz frei dir überlassen. Ich kann es dir nur hier von dieser Kollektivlegung sagen. Bleibt das alles weiter wie gewohnt, deine Reaktionen, ne? Also auch wenn du vielleicht 2, 3 Tage dann mal verspätet antwortest, ne? Und dann wieder wusch in das Muster zurückfällst, in der Wiederholung, ne? Dann sind wir wieder beim selben Schlamassel, ne? Wie gesagt, Geduld im Dauerabo. Na, nach dieser Legung ist es aber so, wenn du das hier komplett, du das Blatt hier mal wendest, na, du das Blatt wendest und sagst, du pass auf, ich weiß, ich bin absolut wertvoll, ich bin wichtig, na, ich antworte, wenn es mir passt. Kann es schon sein, dass es sich hier erstmal ein bisschen zurückzieht, weil man diesen sturen Esel hier haben, na, weil er davon ausgeht, du meldest dich ja eh wieder. Na? Also da heißt es so ein bisschen, lass ihn da auch mal ein bisschen dann schmoren. Er wacht auf. Nach dieser Legung habe ich diese komplette Stabilität da liegen. Na? Wie gesagt, wenn er sich deiner nicht mehr so sicher ist. Es heißt jetzt nicht, dass du jetzt hier, keine Ahnung, Partnerschaften fingieren, irgendwas, dass du jetzt hier in der Partnerschaft bist, so Eifersuchtsthemen oder sowas, ne? Würde ich dir jetzt nach dieser Legung nicht empfehlen. Na? Wenn es nicht stimmt, sondern du musst ihm ja nichts beweisen, du musst ihm nichts zeigen, einfach nur, hey, pass auf, ne? Ich mache das, was ich will, Ende. Na? Weil er hat wirklich, und das ist ja auch sein Inneres, was wir da auch gesehen haben, das Eifersuchtsthema. Na? Weil er mit sich selbst, er sieht sich ja selbst gar nicht diese Größe, na? Und sieht ja andere immer größer. Und da ist immer sehr Neid auch von anderen. Und da ist es diese Stabilität zu finden, weil er selber bei sich nicht wirklich angekommen ist. Und das ist das große Thema. Na? So, jetzt schauen wir hier nochmal. Ja, meine Lieben, die 2 der Schwerter hatten wir nämlich gestern oder vorgestern auch schon gehabt. Also ja, dann heißt es ja auch, wir haben ja eine starke Energie. Ne? 2 der Schwerter, ja, er ist hier wirklich im Zweifel mit sich selbst und er vermeidet, da eben, wie gesagt, dazu zu stehen. Aber wir haben ja auch wieder die Klassik liegen. Und das ist seine Aufgabe, er kommt immer mehr in das Denken rein, diese Beziehung, weil wir haben es hier ganz am Anfang gesehen. Das ist das, was er wirklich möchte. Ne? Eine feste Lebenspartnerschaft, sein Zuhause finden und er weiß, das ist bei dir, weil du bist ja absolut sein Mittelpunkt. Er weiß, mit dir ist es da. Ne? Es ist einfach so, er versucht, das alles wegzuschieben, er versucht, den einfachsten Weg zu gehen, sich selbst nämlich dem Ganzen nicht zu stellen. Ne? So, wie gesagt, 2 der Schwerter. Da ist auch die Zweifel und aus den Zweifeln geht es in die Verzweiflung. Und da haben wir dieses Aufwachen, ne? Dass er dann nämlich abwägt, hey, du bist jetzt hier komplett weg. Ne? Weil nur so kann er hier ins Aufwachen kommen, wie gesagt, nach dieser Kollektivlegung. So, und dann
Finde ich wunder, wunder, wunderschön. Wir haben zwei der Kelche. Zwei der Kelche sagt hier nämlich auch, und das finde ich eine wahnsinnig tolle Karte zum Abschluss von der Tendenz, denn es wird ja auch gezeigt, die Konflikte werden überwunden. Er wird, wie gesagt, wir haben hier Konflikte am Anfang, ne? Die Konflikte. So, und jetzt haben wir, die Konflikte werden überwunden. Ne? Und eure Verbindung möchte in die Einigung gehen, in eine Partnerschaft, vor allem in die Versöhnung. Also der Konflikt, der da komplett ist, ne, wird hier wirklich überwunden. Es würde, wie gesagt, in die Versöhnung gehen. Ich habe liebevolle Begegnungen und ich habe dieses Aufeinanderzugehen, langsam aufeinanderzugehen. Ne? Und auch wenn dann dazwischen jetzt nochmal so ein bisschen Bruch ist oder irgendwas, ne, bleib du bitte standhaft, bleib dir selbst treu. Er kommt, definitiv. Aber er braucht das auch, weil wie gesagt, er hat immer wieder so dieses, hey, läuft ja alles, ich weiß, meldet sich wieder, ne, er oder sie. Also von daher, und das geht in diesen, der Konflikt wird überwunden, ne? Wie gesagt, ich habe die Geduld im Dauerabo hier aber auch liegen, wenn das alles jetzt so normal weiterläuft, ne? Meine Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zusehen, wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag und alles, alles Liebe. Tschüss!